Stelle muss ich dazu sagen, diese Kombination 2-3-1 bzw. Mitte rechts links wird im späteren Verlauf im Deku-Bau noch eine entscheidende Rolle spielen, aber das werdet ihr dann selbst sehen. Ja. Eine Erklärung dazu, wie man taucht, sobald man sich im Wasser befindet, aber das ist uninteressant, da ich das Spiel selbst schon gespielt habe und soweit weiß, was hier zu tun ist. Also von daher ist das alles relativ uninteressant für mich, also wundert euch nicht, wenn ich da irgendwelche dämlichen Kommentare zu ablasse. Verdammt, das war nicht geplant. Das könnte jetzt ein wenig eng werden. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt auf Anhieb schaffen werde. Ich denke mal eher, dass ich das nochmal machen darf. Obwohl, es sieht noch gut aus. Der Timer ist noch nicht so weit, dass es hochkommt. Alles klar, es hat doch noch funktioniert. Schon wieder einer der größeren Skulpturas. Naja. Okay, der wäre dann auch erledigt. Und wir können weiter auf unserem Weg durch den Deku-Baum. Und wieder eine Erklärung. Ja, ja, ist gut. Wir wissen, wie man Blöcke schiebt. Ach ja, und es war noch eine Erklärung dazu, wie man auf einen Block draufklettert, aber wie gesagt, da ich das Spiel schon gespielt habe und auch selbst schon durchgespielt habe in jüngeren Jahren auf der N64, kenne ich das alles schon. An dieser Stelle haben wir dann unser erstes kleineres Rätsel, das eigentlich relativ simpel ist, wenn man sich die Umgebung genau anguckt. Wir haben eine brennende Fackel und zwei Fackeln, die nicht brennen. Also ziehen wir unseren Deku-Stab, zünden ihn an, rennen gerade an den beiden Fackeln vorbei und die Türen werden wieder geöffnet. Den Skulltula habe ich mal gerade erledigt, ohne dass er runterkommt. An dieser Stelle hier wird es wohl doch wieder ein wenig länger dauern, da ich die Eier dort von der Decke schießen muss und es gar nicht so einfach ist auf dem Emulator, wie ihr ja gerade selber sehen könnt. Beziehungsweise wenn man es mit Maus und Tastatur steuern will. So. Die Eier wären dann auch erledigt und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir hin müssen. Sieht schwer danach aus, als wenn wir da lang müssten. Aber nichtsdestotrotz werde ich das Netz hier auch abfackeln, nur da müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder hin mit den Bomben, damit wir diesen Gang da hinten freimachen können. Jetzt ein wenig Tempo machen, sonst brennt uns der Deku-Stab runter, bevor wir da sind. Alles klar, hat noch geklappt. Und durch das Loch hier durch. Und dann hätten wir das auch schon so gut wie erledigt mit dem Deku-Baum. Es ist nicht mehr viel zu tun hier drin. So. Naja, jetzt sind wir wieder in dem Raum, in dem wir gerade eben ganz am Anfang waren, nachdem ich durch das Netz gesprungen bin, seht ihr ja. Und
Jetzt haben wir hier oben einen Block. Und was man damit zu tun hat, sollte, denke ich mal, jedem von euch klar sein. Schnell zur Fackel zurück. Richten unsere Kamera mal wieder neu aus, zünden uns einen Dekustab an und springen hier rüber. Dann hier rüber und machen eine Rolle, um das Netz anzuzünden, weil es anders nicht gehen würde. Okay. Und genau hier ist die Stelle, an der wir die Kombination brauchen. Sprich 2, 3 und 1. Sprich, zuerst die Mitte, dann die rechte und dann die linke Seite. Okay. Und den linken zuletzt. So, das wäre dann auch erledigt und geschafft. Nein, ich bin kein Hellseher. Einer deiner feigen Kameraden hat es mir verraten. Ja, um die Spinnenkönigin zu vernichten, sollte man die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Nun ja, da gibt es zwei Möglichkeiten, um diesen Endboss zu besiegen, aber das werdet ihr ja gleich selbst sehen. Da wir schon so gut wie beim Endboss sind. So, und da wären wir im Endboss-Raum. Und wie ihr sehen könnt, hängt da oben was an der Decke, beziehungsweise wie ihr gesehen habt, da jetzt eine kleine